Wow! Ich weiß nicht warum, aber ich habe wirklich ein Talent dafür, Sachen zum Schmelzen zu bringen. Puh, Mann, ist das kalt. Frohe Weihnachten. Hallo, Judy. Hallo. Hi, Judy. Wow, was stinkt hier so? Geschmolzener Christbaumschmuck. Hallo. Hallo, Schatz. Mama hat nochmal angerufen. Hast du mit Dad gesprochen? Er ist unterwegs, aber die Straßen sind kaum passierbar. Ich weiß, aber es ist Heiligabend und sie ist sauer, weil wir noch nicht da sind. Siehst du hier vielleicht ein Auto? Hey, ich leih mir nur einen Pullover von Lilly. Ich könnte euch auf dem Rückweg zu eurer Mom mitnehmen. Okay. Hm? Danke. Triffst du dich mit Sam? Das geht dich gar nichts an. Judy! Ja, natürlich, aber es ist kein Rendezvous. Wieso leihst du dir dann ihren Pulli? Ich gehe mich umziehen. Wenn ich zurück bin, fährt dieser Bus ab. Judy trifft sich mit Sam! Judy trifft sich mit Sam! Les? Die Kollegen machen sich wegen des Wetters wirklich Sorgen und würden gern nach Hause zu ihren Familien gehen. Welches Wetter? Wir senden schon seit mindestens 4 Stunden Schneesturmwarnungen. Seit wann haben die Leute in diesem Land Angst vor ein bisschen Schnee? Okay, meinetwegen können alle nach Hause gehen. Danke. Und wenn Sie hier bleiben und ein paar Dinge mit mir fertig machen, kann ich vielleicht auch irgendwann nach Hause gehen. Verstehe. Und hier meldet sich nochmal das Wetterzentrum. Heute werden bis Mitternacht weitere schwere orkanartige Schneestürme erwartet. Autofahrer werden dringend aufgefordert, sofort möglich zu fahren. Was meinst du dazu? Ich denke, diese Schneestürme müssen schlimm sein, weil sie dafür alle 2 Sekunden das Programm unterbrechen. Den Baum meine ich. Oh, der ist ja echt toll. Oh nein, oh Zoe, der ist wirklich super, super schön gut gemacht. Tiffany, Grace macht sich lustig über mich. Und auch über die Tannenbaumanhänger, für die du dir so viel Mühe gegeben hast. Tiffany? Entweder pinkel ich und kann nicht damit aufhören, oder meine Fruchtblase ist geplatzt und das ganze Fruchtwasser läuft hier auf den Fußboden. Oh, ist das aufregend! Was soll das denn so? Hör mal auf, da rumzuspringen! Ist gut. Also dann okay. Hoch. Tut es weh? Soll ich einen Krankenwagen holen? Nein, nein, ich gehe nicht ins Krankenhaus. Ich mache eine Hausgeburt. Was ist das? Wonach hört es sich an? Halt die Klappe. Zoe, du hältst die Klappe. Entschuldige. War doof von uns. Okay, also, was brauchst du? Was können wir tun? Na ja, eigentlich habe ich alles, was ich brauche, in meiner Wohnung. Könnt ihr vielleicht einfach euren Vater anrufen, damit er die Hebamme abholt? Okay. Ich rufe an. Ich hol dir Wasser. Danke. Ich meine, er hat ein Rendezvous, aber er hat gesagt, ich soll anrufen, wenn ich was brauche. Er hat ein Rendezvous? Na ja, er wollte es nicht zugeben, aber ich weiß, dass es so ist. Puh. Tut mir leid. Augenblicke. Eine Sekunde. Hallo? Hallo? Tiffanys Fruchtblase ist geplatzt. Es geht hier gut, aber du musst ihre Hebamme abholen. Ist das okay? Ja. Ja, ich meine, ich kann die Hebamme abholen. Grace, sag ihm, er soll Tammy abholen und sie zu meiner Wohnung bringen. Ich komme auch dahin. Hast du das gehört? Ja, ich bin gleich da. Wow. Okay. Oh Mann, es tut mir leid. Ich werde unseren netten Abend verschieben müssen. Ja, das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Aber das ist kein Problem. Und? Wieso Hebamme? Ah, es geht um ein Mädchen, das gerade mein Baby bekommt. Meine Ex-Freundin. Oh. Cool. Bist du sicher, dass ich dich nicht abholen soll? Nein, danke. Ich bin schon unterwegs. Gut, ja. Okay, nur es ist brutal, Lilly. Es ist wirklich absolut eisig hier draußen, ja? Sie kommen mit mir. Was? Was? Ich fahre Sie nach Hause. Es ist ja ganz schrecklich. Les bietet mir an, mich nach Hause zu fahren. Hörst du? Ich biete es nicht an. Ich mache es. Was? Ich bin bald zu Hause. Ruf du bitte die Kinder an, ja? Okay. Okay. Oh, ich bin so froh, dass ihr da seid. Es ist scheußlich draußen. Hallo, Mom. Oh. Bei so einem Wetter bin ich doch nie gefahren. Man konnte nichts sehen. Es war so kalt, Leute. Mit was kann ich euch erfreuen? Ich bin ganz aus dem Häuschen, weil Weihnachten ist. Ich habe 3 Sorten Eierlikör gemacht. Ich muss mich erst mal erholen. Noch nichts. Eli, danke, dass du gefahren bist. Ich weiß nicht, wieso ich solche Angst hatte. Naja, das ist ein 65er VW. Der Wagen bringt's nicht mehr. Ja, ich weiß. Ich müsste eigentlich gleich wieder los. Ich will Sam in der Stadt. Oh, das ist verrückt, das ist verrückt. Du solltest ihn lieber anrufen und ihn bitten, dass er dich mit seinem Wagen abholt. Klingt nach einer guten Idee. Ja, komm rein und wärm dich auf. Oh, ich habe mir solche Sorgen um euch gemacht. Das habe ich mir gedacht. Jetzt können wir zusammen singen. Hey, Sam, ich bin's. Ja, na ja, mein Wagen ist so uralt. Könntest du mich nicht vielleicht bei Karen abholen? Oh, warte mal. Mir ist gerade was eingefallen. Du wirst dein Baby zu Weihnachten kriegen. Oh, meine Güte. Vielleicht wird es ja ein zweiter Messias.
Nein, ich hoffe nicht. Das wäre zu viel Verantwortung. Ich geh ran, ich geh ran, ich geh ran. Zoe! Alles klar. Ja, hallo? Hallo, Zoe. Tut mir leid, dass ich so spät komme. Viele Straßen sind gesperrt, aber deine Mutter wollte, dass ich euch sage, dass sie unterwegs ist. Tiffanys Fruchtblase ist geplatzt. Oh, mein Gott. Geht es ihr gut? Lass mich mal mit ihr reden. Es ist Rick. Oh. Hallo, Rick. Nein, es ist alles total unter Kontrolle. Ich habe mit meinem Arzt gesprochen. Er sagt, dass ich viel Zeit habe. Hör zu, bleib, wo du bist. Ich komme gleich nach Hause. Oh, Grace, das ist jetzt mein Telefon. Könntest du bitte... Ja, klar. Und sorry, mir ist total schwindelig. Nimmst du mal? Ich bin's nochmal. Kommt ihr zurecht? Jake holt die Hebamme. Es kommt eine Hebamme? Hallo. Hallo, Gracie. Ich kann die Hebamme nicht finden. Jake kann die Hebamme nicht finden. Was ist denn da los? Jake kann die Hebamme nicht finden? Sie ist nicht in ihrer Wohnung. Sie ist nicht in ihrer Wohnung. Sie hängt bestimmt in ihrem Laden fest. Sie fährt nämlich einen Roller. Wir denken, sie ist in ihrem Laden. Sie fährt einen Roller? Was? Der Bioladen an der Third und Norton. Der Bioladen an der Third und Norton. Alles klar. Das ist doch mein Laden. Was? Alles klar. Bin schon unterwegs. So klingelt auf der anderen Leitung. Ich bin 6 Straßen von euch entfernt, also bin ich gleich zu Hause. In Ordnung? Okay. Hallo? Rick, ich bin's. Wir hatten einen Unfall. Wir sind beide unverletzt, aber du müsstest uns abholen. Okay, sag mir, wo ihr seid. Wir sind direkt vor dem Hotel Alexandria. Gut, ich komme sofort. Das Wunder von Manhattan. Ach, Quatsch. Ja, warte, ich nach. Das ist kein Wein, Eli. Du kannst nicht einfach Dinge nennen, die dir gefallen. Warte, Christmas Carol. Ja! Hey, jetzt fällt mir gerade was ein. Warte. Mom, warst du die Frau in der Bank, die die Weihnachtslieder gesungen hat? Ja! Du bist unverbesserlich. Oh Mann, ehrlich. Das ist bestimmt Sam. Ich mach auf. Wir wären wohl durchgekommen, nicht bei dem Wetter. Die schmecken hervorragend. Ja, finde ich auch. So, ihr Lieben, ihr habt nicht schlecht geraten. Oh, frohe Weihnachten euch allen. Dürfen wir reinkommen? Klar dürft ihr reinkommen. Heißig draußen. Hey. Der Schneesturm ist so schrecklich, sie werden ihn Helen nennen. Nein, das werden sie nicht tun. Hallo, Jamie. Ich hab dich gar nicht erwartet. Ja, Janine ist in der Stadt stecken geblieben. Und deshalb dachte ich, Jamie könnte eine Weile bei uns bleiben und seine Mom dann später treffen. Super. Toll. Zuletzt habe ich dich an deinem 9. Geburtstag gesehen. Du hast meine Hüpfburg zerstört. Ja. Mom, was soll ich sagen? Ich bin eine leidenschaftliche Springerin. Erinnerst du dich an Jesse und Eli? Hey. Oh, und das ist der Judy, meine echt coole Freundin, von der ich dir erzählt habe. Hallo, Jamie. Schön, dich zu sehen. Hallo. Ja. Dann werde ich also meine Sachen holen. Ach, wisst ihr was? Wartet mal. Ihr geht da nicht raus. Nein, es ist schrecklich draußen. Ich habe jede Menge zu essen da. Ihr bleibt hier. Naja, es ist eine Art männliche Herausforderung, in den Schnee rauszugehen. Männliche Herausforderung? Nein. Ihr bleibt hier, bis es nachlässt. Also, Chef, willst du hier zu Abend essen? Okay. Okay. Gut. Willst du Charade mit uns spielen? Du kannst in mein Team kommen. Ja, gut. Sie braucht hier Unterstützung, glaub es das mir. Das denkst du nur. Braucht sie. Komm mit. Ist total süß. Ja. Und ist das in Ordnung? Oh, ja klar, sicher. Ich wünschte, ich hätte ein Geschenk für ihn. Vielleicht könnte ich ihm Geld schenken. Für mich hast du kein Geschenk? Ich brauche meine Filzstifte. Alles klar.